Was wehtet? Du hast Muskeln in den Schultern. Meine Schulter bestehen nur aus Muskeln. Das ist aber schlecht, wenn da kein Knochen drin ist. Ach. Bist du ein Tintenfisch? Ja, klar. Pass bloß auf. Ich hab einen guten Job. Ich spiele in so vielen Pornos mit, wie du nur denken kannst. Oh, nee. John Wick Selbstmord, Bleistift ins Ohr, ey. John Wick Selbstmord, ich geh kaputt. Wo ist so eine Truhe? Ich bin jetzt auch überladen. Ich hab nur eine kleine Beere aufgenommen und ich bin überladen. Pistole weg. Ja, lass uns mal zu dem Dingsaufseher wieder zurückgehen. Zu dem Lager. Wohin? Zum Lager der Aufseherin. Willst du mich verarschen? Ja, was denn? Ey, es gibt doch bestimmt hier eine Truhe. Nehmen? Hier ist eine Truhe! Hier ist eine Truhe! Da ist eine Truhe? Meine Lagerkiste. Ah, oh, ich bin grad. Wow, hier gibt's eine wirklich eine Truhe. Alter, diese Musik, die dabei spielt, ey. Okay. Warum auch immer. 157 von 160, super. Gibt's hier irgendwo eine fucking Werkbank, Alter? Kann nicht sein. Ach, in dem Haus. Warte, ich geh schnell ins Haus und dann zerlege ich 100 Sachen, die ich gesammelt habe. Und dann kann ich nämlich noch mehr Kilos abpurzeln lassen hier. Das muss einfach gehen, würde. Oh, ich bin gerade so heftig schnell die Treppe runter gescrollt hier, Alter. Ich bin einfach geschwebt, ey. Einfach geschwebt. Wurfmesser. Ach, ich krieg aus einem Wurfmesser krieg ich Leder und Stoff. Wow. Alter, das ist ein Stück Metall, was dargestellt wird. Da ist noch nie mal irgendein Stück Stoff dran. Was zur Hölle geht denn da ab? Ach nee, jetzt hat er es richtig gemacht. Okay. Stahlschrott 2. So, ich reise dann schon mal, ne? Ja. Und jetzt kommt so ein Level 50 Monster und mach mich kaputt, Alter. Das muss ich aber leider ein bisschen sehr hart kotzen. Dann lache ich. Ja, danke! Ich laufe jetzt nochmal zurück zu dem verkackten Drecks. Oh, ich stehe wieder ein nackter Lukas. Schön. Nur für dich. Hat der das jetzt gemacht, Alter? Ach! Kann es sein, dass ich nichts mehr in meinen Behälter legen kann, weil voll? Ist das möglich? Das kann, glaube ich, gut sein, ja. Okay, also ich muss leider sehr hart kotzen gerade. Dann nehmen wir nochmal... Ne, ich nehme da nichts raus. Alter, wir bauen gleich einfach mal ein bisschen auf. Ich bin ja jetzt soweit, ich kann ja jetzt schnell reisen. Schnellreise! Hart in den Wind. Alter... So, jetzt sind wir hier. Wo müssen wir hin? Ach, da hinten hin. Ich bin doch gar nicht da. Warte mal. Jetzt bin ich gerade angekommen. Und... Ah, ihr seid... Ach so, da seid ihr. Okay. Trading Post, okay. Warte, ich hab hier gerade Zombie-Alarm. Ach, pappalapap. Ich krieg direkt wieder Loot, ne? Ich könnte ja ab und zu mal hart kotzen deswegen, weil es so viel Zeug ist. Ja, das ist fordernd.
Also ich wäre. Ich wäre dafür, dass wir gleich tatsächlich erstmal so ein bisschen aufbauen, lagertechnisch, damit wir ein bisschen unsere Kisten leeren, weil wenn die jetzt bei euch auch ähnlich voll sind, nützt ja nichts mehr. So langsam, ja. Erstmal einen Punkt finden, wo wir uns vernünftig aufbauen können. Oh, und ich bin wieder Kollisionskurs. Ne, wir hauen jetzt ab. Lass mal sagen, komm. Sollen die mal mit jemand anderem koordinieren hier? Ah, da ist irgendwer von euch voll in die Suppe gesprungen, ey. Ja, das könnte ich gewesen sein. Ah, so kann ich da raus. Einmal durch hier. Boah, erstmal lecker radioaktives Wasser, ey. Radioaktivem Wasser kann man am besten baden. Oh ja. Was sind denn das für Leute, Alter? Haben die durch geschissen oder was? Das sind, glaub ich, auch Ghule, ne? Oh, Moment, wartet. Das Hand Level passt. Up. Alles klar. Du hast ein Level Up? Hm? Okay. Gucken wir das mal ab. Okay, du wirst beschossen, Ralf. Ich weiß nicht von wo. Ja, ja, hier sind noch überall welche, deswegen. Versuche ich gerade schon so ein bisschen zu clearen. Und hier ist auch direkt die Morgantown High School, wo die beiden Zombies jetzt noch geschossen haben. Okay. Ich safe gerade Ralf so ein bisschen. Ja, ich komme jetzt zurück. Das sieht ja lustig aus, hier wie Dora der Explorer, ja. Das stimmt. Der Hammer ist doch Waffenschmied. Warte mal, hier gibt's doch mit Sicherheit eine Kiste. Ja, hier gibt's eine Kiste, sehr gut. Ja, ich kann ja erstmal reinlegen. Aha. Alter, sag mir bitte, dass man das Teil fahren kann. Bitte. Was für ein Teil? So, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Nee, kann man nicht. Schade. Sollen wir zur Highschool? Alter. das wollte ich nicht. Da. Das ist freundliches Feuer, davon kriege ich keinen Schaden, das ist okay. Freundliches Feuer. Erstmal wieder mich hinsetzen, ich bin voll weggerutscht, ey. So, hier müssen wir rein. Alles klar, go. Go, 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 go! Von, go, go, Power auch, Rangers! Vor allem, dass wir jetzt auch wieder, keine Ahnung, 4 Stunden nur an Nebenquests hängen, ne? Ja. Ach, hier ist es ja. So, erstmal hören. Persönliches Aufsehertagebuch. Ich war Bingo. In der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas. Ich dachte nur immer, Denise hätte davon betroffen sein. Papa war am Boden zerstört.
Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Evan. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher miteinander bekannt gemacht. Er hatte ein Jahr vor mir... Ja, wir müssen jetzt raus. In derselben Stadt, am anderen Ende der Stadt müssen wir weiter. So stattlich. Und diese Arme. Wollen wir uns hier nicht erstmal umschauen? Soll man das lieber machen, wenn ich wieder Möglichkeiten habe, Sachen mitzunehmen? Weil aktuell kann ich nichts mitnehmen. Ja, oder so. Okay. Ich würde dann gleich erstmal Lager bauen. Und ich würde dann schon fast sagen, dass wir unsere drei Lager da oben einfach erstmal so, wie sie sind, stehen lassen und ein paar Sachen bauen, so Holzsachen und sowas, um Kistenplätze frei zu machen. Und dann baut jeder für sich so ein bisschen erstmal, weil es nützt ja nichts, wenn ich baue und meine Kiste leer wird und eure Kisten weiterhin voll sind, weil ihr nichts gebaut habt, weißt du? Ja. Ich würde aber fast sagen, wir machen die Quest noch zu Ende. Und Alter! Au! Hat er eine Kaffeetasse dabei, Alter? Ich nehme seine Kaffeetasse weg, aus Prinzip. Ich würde sagen, wir machen die Quest noch fertig. Und ich persönlich würde dann sagen, machen wir mal Feierabend. Okay. Also ich würde dann Feierabend machen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Einfach hier geradeaus durch die Stadt. Ah, okay. Okay. Ich bin schon wieder überlastet. Ich könnte kotzen. Zelte. Viele Zelte. Was war das denn für ein Geräusch? Klebeband. Ich bin gerade erregt. Gekommen. Oh, hier sind Waffen und Munition. Und Kohle. Alles nehmen, was geht. Alles nehmen. Ja, 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 ja. Ja. So, wir müssen... Ah. Irgendwie genau. Da lang. Okay. Voltech University. Voltech Universität. Bist du schon drin? Ich hab gerade auf E gedrückt, aber der Loading Screen braucht noch 100 Jahre. Okay. Okay, ziemlich cool. Aber was in diesen großen Kisten hier wäre, ey. Oh ja. So, wir sollen was? Hier oben. Warte mal. Ach, ist es da schon? Ja. Und den vierten Teil hören. Persönliches Aufsehertagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Vortech. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseher angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre.
Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Einfach nur das Wort 76 gebannt wird. Freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer kam. Appalachia würde sicher sein, was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgendjemand sonst. Papa starb ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Er hatte mich unbedingt zum Altar führen wollen. Naja. Eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher... Garten. Ich glaube, es wird Zeit, finde den nächsten Tagebucheintrag in Welch. Wo zur Hölle ist Welch? Das klingt schon so komisch am Arsch der Welt. Alter, das ist am Arsch der Welt. Okay, das Quest können wir heute nicht fertig machen. Wo ist das denn? Fast ganz unten am Rand der Map. Da ist es auch grau auf dem Weg, weißt du? Da wird wahrscheinlich eine Atombombe eingeschlagen sein. Also nein, danke, heute nicht. So, ich gehe jetzt hier noch aus der Hütte raus. Und würde auch nochmal tatsächlich zur nächsten Truhe, beziehungsweise erst zur nächsten Werkbank gehen und dann würde ich mich ausloggen. Oh, hier ist ein anderer Spieler. Hallo. Und tschüss. Na, erstmal ein bisschen Inventar sortieren, ne? Ja, genau. Ja. Damit wir beim nächsten Mal direkt weitermachen können. Ja, ich bin dabei. Aber beim nächsten Mal würde ich echt sagen, gucken wir, dass wir einen Platz suchen, wo wir das komplette Lager aufschlagen können. Ja. Das Weil wir können ja zusammen die Basis ja komplett bauen. Ja, wir sollten alle drei unser Lager aufschlagen und nebeneinander herbauen, wie gesagt, damit jeder Lagerplätze frei macht. Das machen wir von selbst auch schon, wenn wir die Sachen auch bauen. Ja, aber dann muss jeder auch über die Sachen bauen. Teil da. Nee. Mein Lager ist anders als dein Lager und dein Lager ist anders als Lukas Lager. Wenn ich Lagerplätze frei mache bei mir in der Truhe, dann betrifft das euch beide nicht. Deswegen sagte ich es ja. Nein, aber wenn wir jetzt ein Lager zusammen aufbauen, verwendet jeder seine eigenen Ressourcen. Ah, okay. Ja, das kann meinte sein. Ich. Das ist cool. Ja. Darum habe ich ja auch so vorgeschlagen, wenn wir jetzt zum Beispiel einer von uns lässt das Hauptlager für, hat das Hauptlager denn und die anderen beiden haben dann immer sozusagen abwechselnd ein Lager, das wir mitnehmen sozusagen, wo wir das ist das Nötigste drüber Rüstung, haben. Rüstungsbänke und so weiter alles haben. Das hört sich gut an. Ja, weil das habe ich auch vorhin schon vorgeschlagen so. Ja, wenn das denn tatsächlich so ist, dass wenn ich ein Lager aufschlage und du daran was baust, dass das aus deinen Ressourcen kommt. Genau, und das können wir dann ausprobieren. Definitiv. Gut. Das ist gut dann ja. Ab zur nächsten Geschichte. Wo war denn jetzt? Ach, ich glaube am Ende des Ganges. Da wo die Highschool ist. Da wo die Highschool ist, ist eine Tankstelle und da gibt's so eine. Am Ende des Ganges. Ah, schön. Ja. Ach, was ja, steht das da? Problem, was ich jetzt habe, ist tatsächlich, dass ich ja jetzt schon eine volle Kiste habe. Das heißt, ich kann mich gar nicht mehr so entleeren. Dann schmeißt vielleicht jetzt ein paar Sachen raus. Aber auch wirklich dann Sachen, Gesundheit entweder braucht oder schon en masse hat, weißt du, wie ich meine? Naja, ich nehme dann welche von den Glasscherben raus oder so und ein bisschen Holz, keine Ahnung, irgendwie sowas. Na, du tötest schon mal einen Plan an. Vorausgesetzt, hier ist jetzt irgendwo eine Werkbank. Ich hoffe es, allerdings. Da wäre nämlich jetzt echt scheiße, wenn nämlich jetzt keine wäre. Mir fällt gerade was ein. Huch, es laggt. Oh. Mir fällt gerade was ein. Warte mal ganz kurz bitte. Ja. Okay, ich versuche mal, ob ich hier irgendwo. Ne, hier kann man sein Lager nicht aufbauen. Schade. Ne, etwas außerhalb müssen wir dafür gehen. Ja.
Ach man. Ja, ja, meine Truhe. Ja, ich brauche eine Werkbank erst. Also, ich habe gerade eben mal nachgeguckt. Vorbeugen ist besser als heilen und persönliche Angelegenheiten. Das sind beides Quests, die scheiße weit weg sind. Also da haben wir dann erstmal ganz schöne Zeit zum Wandern. Ja, ich wollte eigentlich kurz. Okay, da hat jemand eine Hütte aufgebaut mit 3 Geschützen oben drauf. Da gehe ich lieber nicht hin. Seht ihr das hier? Ja. Ah, da, ja. Hier Geschütze. Sollen wir mal vorsichtig anklopfen? Nee. Lass mal lieber. Lass uns mal bitte gucken, dass wir mal hier ein Schrittchen hinter die Häuser gehen. Dann baue ich da schnell mal das Lager auf. Okay. Und ich kann ja jetzt in dem Zustand auch gar nicht schnell reisen, scheiße. Kotzen. Was ist das? Spielzeug-Alien, aha. Nehm ich mal mit. Oh. Boah, da oben in den Turm könnte man so eine geile Basis bauen. Ein bisschen klein, oder? Was für ein Turm? Da oben steht so ein weißer Turm. Ja gut, bei dir schwarz. Wie das einfach dort liegt. Ja. Keine rassistische Anmerkung. der Ralf wird einfach sein ganzes Spiel schwarz. Ja. Aber es ist doch alles weiß. Oh, meine Fresse, habe ich mir die Schulter verspannt gerade. So, gelagert. Einmal das. Von mir aus nochmal das und nochmal das. Okay. Und sag mal, wie viel Stahl hast du? Sekunde, Moment. Erstmal muss ich jetzt ein paar Sachen zerlegen. Mir persönlich fehlen ganz, ganz viele Baupläne. Ja, für die ganzen Sachen hier. Ja, ich kann ganz viele Generatoren bauen, aber das bringt ja halt nichts mehr. Waffenwerkstatt, Bauchstation, Lager. So. Okay, ich kann nichts mehr übertragen. Jetzt ist die Frage. Ah, okay, 400 von 400 Gewichtseinheiten. Das heißt, wenn ich da jetzt Munition rausnehme, die ich ohnehin nicht brauche, könnte mich das ein bisschen von was befreien. Echt, bei mir in meiner Truhe, ja, ich habe 121 von 400 gerade mal. Ja, ich habe 405. Soll ich mal anfangen, Böden zu platzieren? Keine Ahnung. Blaupausen habe ich nichts, gelagert auch nichts natürlich. Ich würde dann tatsächlich sagen, ich lock mich dann jetzt erstmal aus hier, weil ich habe jetzt so viel Krempel im Inventar, da kann ich nichts mit anfangen und beim nächsten Mal fangen wir dann an, wir suchen uns ein Plätzchen, dann nehmen wir das hier, diese Kiste von mir hier, wo wir ja jetzt schon die 4 Sachen gebaut haben und dann bauen wir einfach ein Lager. Das hört sich nach einem Plan an. Bin ich ja. So, dann mach ich mal die Aufnahme aus. 4 Stunden 51, krass.